Bunker, hätte ihm dabei Nollerruhe den Zaster anknöpfen können. Und jetzt? Ach, lass mich doch in Ruhe. Der mit seinem blöden Bunker. Hätte mich nie mit ihm einlassen sollen, dieser Penner. Der verpfeift uns nicht mehr. Na los! Fahr ab! Ne, vorher ist ja, los! Was du brauchst, das wäre ein Doktor. Wie kommt man denn in die Stadt rein? Also pass auf, da gehe ich jetzt da um den Bunker rum und dann alles nach rechts. Und hinter der Brücke, das siehst du schon, da ist Station. Nimmst den Bus mit dem B und dann, der bringt dich in die Stadt rein. Ganz schön stark geworden, ne? Die Trainerstunden haben sich bezahlt gemacht. Trainieren Sie an. Ja, natürlich. Sie gesehen, die Rückhand, die zieht jetzt ab.
Mathilde. Servus. Hallo, Ferende, Didi. Du, Fullinger, der Kommissar hat was für dich. Ehrlich, Herr Pflüger? Im Duschraum liegt eine Leiche. Sie hat ein perforiertes Pik Ass im Hals und einen Nasenring. Der Täter hat sich im Klo verbarrikadiert und ist ein Eskimo. Quatschkopf. Mein Blindheim kriegt die Konkurrenz. Wiedersehen. 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 Wiedersehen allerseits. Schön, danke für das Buch. Haben Sie schon mal reingeschaut? Mhm. Das Geschwindet. Was denn für ein Buch? Wie werde ich Chefarzt und andere Rätsel? Tschüss. Tschüss. Der war vielleicht ein Gesicht. Noch Kaffee? Hm? Noch Kaffee? Gern. Was Neues? Guten Morgen, Frau Bernbauer. Morgen. Morgen, Wolfgang. Moin, Albert. Tag, Schwester. Die Liste bitte. Danke. Na, ganz schön habe ich heute. Ja, 6 und 7 müsste mir umdisponieren. Könnten Sie die nicht Nachmittag? Nachmittag muss ich mich um meinen Laden kümmern. Mein bester Masseur hat sich krank gemeldet. Und dann habe ich noch eine Wirbelsäule im Brenner, alte Kundschaft. Ich nicht, wenn Sie hinterher noch mal hereinschauten. Hereinschauen nach Feierabend? Das hier macht mir Spaß. Herr Pohl, nun seien Sie doch kein Unmensch. Kommen Sie. Sie kriegen auch eine schöne Tasse Kaffee. Eine schöne Tasse Kaffee? Mhm. Da sage ich nicht nein. Mhm. Ohne Milch und Zucker wie immer? Ohne Milch und Zucker wie immer. Bitte sehr. Sehr. Na ja. Wird mal sehen, was sich machen lässt. Ich hoffe, wenn er wieder zu reden anfängt. In Ordnung, Herr Doktor. Na, dann wollen wir mal. Tschüss, Schwester Rosemarie. Wiedersehen, Doktor. Und vielen Dank für den Kaffee. Bitte sehr. Ah, Tag, Herr Pohl. Morgen, Herr Doktor. Verbinden Sie mich mal mit der Kripo, Rosemarie. Tja, jetzt haben wir das 15. Mal beim Automatenknacken erwischt. Was hast du denn diesmal für eine Geschichte? Hm? Ja, und was war ich der Geschichte? Ich wollte nur lediglich Zigarette holen, hab eine Magenautomaten reingeschmissen und da keine Zigarette gekommen sind, habe ich mit meinem Messer etwas probiert. Ne? Mhm. Plötzlich ist das Automat etwas aufgegangen. Ne? Ja. Moment, Herr Doktor. Ja, was ist mir schuldig? Ich bin eigentlich den ganzen Tag in meinem Weinberg. Am Anfang hat mir der Betrieb hier arg gefehlt. Aber jetzt habe ich es überwunden und verbaure in Glückseligkeit. Entschuldigung, Herr Kommissar. Ein Anruf aus der Klinik, Chef. Dr. Hallert ist am Apparat. Ich glaube, es ist sehr dringend. Da legen Sie es doch bei mir. Mach ich. Sie haben sich ja ganz schön an meinen Stuhl gewöhnt. Pflüger? Ja, dazu bin ich ja da. Reden Sie nur. Ja? Ja?
Wie heißt der Mann? Mit Y, ja, hab's notiert. Danke, Dr. Allert, ich komme vorbei. Sie haben einen Mann auf der Station, der was von Mord fantasiert. Wo möchte ich denn hin, Herr Lambrecht? Kann ich Sie irgendwie mitnehmen? Danke, ich mache noch Einkäufe. Komm mal in die Klinik. Schauen Sie doch mal, ob wir den in der Liste haben, ja? Das ist jetzt von der Location. Wiederschauen, Herr Kommissar. Hier geboren hat mit Zimmer 13 in Katowice. Entlassungsschein, Staatsanwalt München Stadelheim, 12. Juli 71. Wo bleibt denn Dr. Allert? Der muss jeden Moment kommen. Obdachlosenasyl, Übernachtungsschein, Franz Matthiesberg, 16.08.71. Was ist das hier? Straßenbahnfahrschein. 21. August, 20. August, heute ist der 23. Da kommt er direkt aus München. Hier, Quittung 1006. So viel Geld hat er bei sich? Komisch, ne? Ja. Ach, da sind Sie, Herr Pflüger. Kommen Sie am besten gleich mit. Schwester, nehmen Sie das wieder an sich. Ja. Das sieht schlecht aus für einen alten Knaben. Miserabler Allgemeinzustand, mit Sicherheit Alkoholiker, schwere Lungenentzündung, hohes Fieber. Ich glaube nicht, dass ich wieder aus ihm rausbringen muss. Also bei der Einlieferung war er weg. Wie er wieder zu sich gekommen ist, hat er allerlei geredet. Fieber. Was war meistens wirrer und sind übrigens auch kaum zu verstehen. Was ich mitbekam, war, dass er immer wieder die Kripo verlangt. Ist es sehr... Ja, er sagte zur Kripo. Ich muss zur Kripo. Hm. Und dann habe ich noch das Wort Bunker gehört. Bunker, nur Bunker? Es kann doch geheißen haben, im Bunker oder am Bunker. Ja, aber dann hat er schließlich noch etwas von einem Mord gesagt. Und da habe ich Herrn Dr. Hallert verständigt. Richtig. Danke, Schwester. Ja, wahrscheinlich ist er gefallen. Glauben Sie, dass er ansprechbar ist? Ich werde es mal versuchen. Herr Matthysiak, hören Sie mich, Herr Matthysiak. Sie wollten die Kripo. Der Kommissar ist da, Herr Matthysiak. Ich bin Kommissar Pflüger. Was möchten Sie mir sagen? Ja. Ja. Mord. Ein Mord. An wem? Wer ist ermordet worden? Lothar, ja, und weiter? Bunker. Was für ein Bunker? Rheinufer. Ja? Bunker. Westwall. Westwall, Bunker? Wir haben gearbeitet. Und dabei ist Lothar ermordet worden? Herr Matthysiak, können Sie mich verstehen? Wann war denn das? Wann ist das passiert? Im Mai. Im Mai 39. Und wer hat Lothar umgebracht? Herr Matthysiak. Herr Matthysiak, hören Sie mich? Da kommt vorläufig nichts mehr. Ein Mord im Mai 39, die Sache ist über 30 Jahre her. Das muss doch alles verjährt sein, oder? Zur Kenntnis nehmen müssen wir es trotzdem und nach Möglichkeit untersuchen. Ja. Doktor, lassen Sie mich doch wissen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Tue ich, Kommissar. Wiedersehen, Schwester. Auf Wiedersehen. Ja, ist dort Hotel Brenner? Ja, ich möchte den Herrn Ludwig. Danke. Will das denn, Herr Kommissar? Was macht denn der bei uns? Keine Ahnung, aber oben bei Haller. Nur mal ein bisschen Beeilung, Fräuleinchen. Ja, ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Heidkamp, bitte zur Waage. Buchschmied Heidkamp, bitte zur Waage.
Was ist, hast du ihn gekriegt? Nein, nur die Schwester. Mir soll es ihm gehen. Da kann man ihn besuchen. Hab ich nicht gefragt. Da hättest du aber. Der Schaffner hat gesagt, er hätte zu Kripo gewollt. Ne, ist er aber nicht. Aber quatschen kann er. Wenn sie die Piepen bei ihm finden, bei so einem. Den Bus hat er mit dem Braun bezahlt. Den Braun sie bloß anzutippen. Und er quatscht. Alles. Mit so einem Kaffer lasse ich mich ein, mach nach Baden-Baden. Iffezheim Casino, denkste. Wenn der es mal aufmacht, höre ich 5 Jahre im Knast die Flöhe husten. Okay. Du musst hin mit ihm reden. Ich? Ja. Versuch, dass sie dich zu ihm lassen. Du riskierst überhaupt nichts. Scheiß mich gerne. Du musst schon selber rennen. Zimmer 8, Station 4. Du, weißt du überhaupt, was der wollen hat in dem Bunker? Da, woher soll ich denn das wissen? Aber blödes Gefühl. Auf der Sache, da liegt kein Segen nicht drauf. Weißt du was? Ich fahr Ferien in Schwarzwald. Kommst du mit? Schwarzwald, sag mal, du hast wohl eine Meise. Na, da fahr halt allein. Ja, dann hau doch ab! Ab ist der Start gelassen worden. In Fürstenberg rennen mit der Führung von Lombard. Außen, innen, neben. Kommissar Pflüger, bitte. Der Kommissar ist schon weggegangen. Sie können es mir sagen, ich werde sofort weiterleiten. Oder ist es sehr dringend, Schwester? Nein, dringend ist es, glaube ich, nicht. Es handelt sich um unseren Patienten, Franz Matysiak. Er hat noch mal gesprochen. Ich habe alles aufgeschrieben. Wenn Sie es notieren wollen. Mhm. Gut, ist das alles? Ich lese Ihnen mal vor, was ich habe, Schwester. Also, der Mann, der getötet worden ist, heißt Lothar Windegger oder Windacker. Sie haben den Matysiak gefragt, wo der her sei. Matysiak hat geantwortet, aus München. Und dann hat er noch was von einem Kartenspiel gesagt, 17 und 4, und das ist 3 Täter gewesen sein. Sonst noch was? Gut. Dann danke ich Ihnen schön. Guten Abend, Schwester. Guten Abend. Entschuldigen Sie, Herr Pfluger. Macht nichts. Hab schon davon gehört. Wie geht's ihm denn? Den Umständen entsprechend. Hier ist die Liste für morgen. Danke. Tja. Dann werde ich mal. War ein strammes Programm heute. Bis morgen, Schwester Rosemarie. Bis morgen, Herr Pohl. Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Die Fackeln, die göttlichen Rufe drangen in die Täler zurück. Das Fest zerstreute sich. Moment. Die Mysterien sind in den Schoß der Götter heimgekehrt. Ich
Glauben Sie mir jetzt, dass ich in Ihren Gedichtband geschaut habe? Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wie irrt der Kommissar. Ich finde es zu schwülstig. Na, sind Sie da nicht ein bisschen voreilig mit Ihrem Urteil? Denken Sie an die Zeit, in der das geschrieben wurde. Oder sträuben Sie sich überhaupt, Gefühle anzuerkennen? Sie überraschen mich, Herr Flüger. Das kann ich nicht so selbst. Seien Sie mir nicht böse. Ich hätte nur andere Literatur von Ihnen erwartet. Der Kriminelle als Produkt seiner Umwelt. Ich erwartete einfache Lyrik. Klare, verständliche. Aber nein. Herrannus ist doch hier gelungen, den Schwulst, wie Sie das nennen, in eine rhythmisch exakte, vollendete Form zu bringen. Hören Sie doch mal zu. Nun ist das Gebirge der Chöre beraubt, die seine Höhen durcheilten. Die Priesterinnen, die Fackeln, die göttlichen Rufe sanken in die Täler zurück. Gehe ich recht in der Annahme, den Kriminalkommissar unserer Stadt gehört zu haben? Pass gut auf Ruhe auf, Didi. Bei Pflügers literarischen Ergüssen werden sonst die Pferde scheu. Das sind nicht meine Ergüsse, Herr Bernbacher. Das stammt von Guérin aus der Bachante, wenn ich es zufällig kenne. Nein, hat doch nicht das Vergnügen. Sind Sie so verkrampft? Auf der Polizeischule haben Sie das aber nicht gehabt. Nein, das hatte ich im romanistischen Seminar. Wie sind Sie da hineingekommen? Die eigentliche Geschichte ist, wie ich da wieder raus musste. Kennt ihr die sie? Nein, so interessant ist sie wieder nicht. Ihr Vorgänger war eine übersichtlichere Persönlichkeit als Sie früher. Dankeschön. Na, wie wär's? Trinken wir zusammen einen Kaffee? So, halbe Stunde habe ich noch. Gerne. Wie sieht's aus? Oh, es geht ihm viel besser. Das Fieber ist runter auf 38,6. Nur der Blutdruck, der ist allerdings noch tief unten. Geben wir ihm noch eine Novadral. Gut. Am besten gleich in die Infusion. Ja. Bitte? Den haben wir über den Berg. Sie müssen zur Chefvisite. Oh. So. So, jetzt ist er wieder drin. Beim nächsten Karneval tanzen Sie wieder Charts. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Machen Sie ruhig weiter, Herr Pohl. Ich bin gerade fertig, Herr Professor. Geht's gut? Danke. Na, Herr Brenn, wie fühlen wir uns? Danke, besser. Ach, entschuldigen Sie. Ist das hier Station 4? Ja, zu wem waren Sie denn? Zimmer 8. Zimmer 8? Ja. Das Abstellzimmer? Jetzt ist keine Besuchszeit. Ah ja, danke schön. Danke. Ja? Tag, Schwester Bertha. Tag, Herr Kommissar. Bringen Sie eine Tasse Kaffee mit? Ja, gerne. Nehme ich noch Chefvisite. Ich hab gesehen. Setzen Sie sich doch bitte. Dankeschön. Na, wie geht's denn unserem? Sie werden es nicht glauben, der schläft sich gesund. Gibt's was Neues? Ja, hier nicht viel, aber Schwester Rosemarie hat hier noch was aufgeschrieben, bitte. Das kenne ich schon. Thank you.
Schwester Bertha. Dankeschön. Soll ich mitkommen? Ja. So, Herr Matysiak. Ist nun mal der Herr Kommissar, der hat noch ein paar Fragen. Nein, das ist doch nicht möglich. Ich hole sofort Herrn Dr. Hallert. Wieso? Ich muss sofort den Chef verständigen. Doktor. Plötzliche Exitus ist unbegreiflich. Ah, ist der Ihnen entwischt? Tja. Mal was für meine Kondition tun. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Ihre Tasche, Herr Pflege. Dankeschön. Ich kenne den irgendwoher. Doktor, Sie sagten vorhin wörtlich, das hätte ich nicht vermutet. Wie darf ich das verstehen? Ich stehe auch vor einem Rätsel. Bei der Visite war sein Zustand zufriedenstellend. Unter diesen Umständen bin ich leider gezwungen, den Raum zu versiegeln und die Leiche zu beschlagnahmen. Ich werde eine Obduktion beantragen und den Erkennungsdienst rufen. Schwester, könnten Sie mir mit etwas Leukoplast helfen? Ja, selbstverständlich. Welche Breite brauchen Sie? Das ist richtig, danke. Ja, glauben Sie an einen Mord? Ich weiß es nicht. Sie wollen doch nicht etwa diese Geschichte an die Presse geben. Sollte es sich tatsächlich um ein Verbrechen handeln, wird sich das leider nicht vermeiden lassen. Schon so früh nach Hause kommst, Wolfgang. Soll ich dein Badezeug holen? Lass nur, Margot. Später. Ich sag dem Mädchen, dass wir heute draußen essen. Ja? Nicht? Was meinst du? Wie du willst. Hier, Papst. Das wird deine Lebensgeister wieder wecken. Ja, ist was, Wolfgang? Fühlst du dich nicht wohl? Es ist alles in Ordnung. Ich sag mal, warst du nicht zum Tennisspielen verabredet? Verabredet schon. Um 4 Uhr. Jetzt ist es 3:45. Das hat man eben davon, weil man sich mit einem Arzt verabredet hat. Tag, Nebron. Guten Tag. Danke, Bernmacher. Tag, Doktor. Ich muss Entschuldigung bitten. Uns doch nicht. Guten Tag. Was zu trinken? Gern, aber ohne Alkohol. Wie wär's mit einer gut gekühlten Orange? Bitte. Ach, Sie da, der liebe Klaus. Ja, ich weiß, ich bin zu spät, aber bei uns im Krankenhaus war einiges los. Wieso? Die seien nicht so neugierig. Ich hab dir doch gestern von diesem Matysiak erzählt. Ist heute Mittag ziemlich plötzlich gestorben. Kommissar Pflüger meint sogar zu plötzlich. Pflüger? Ja, ausgerechnet der muss den finden. Und jetzt kommt der Knüller. Als wir aus dem Zimmer kamen, stand der Mörder vor der Tür. Ein Mörder? Ob es wirklich war, wissen wir natürlich nicht, aber jedenfalls rannte ein Mann, nachdem er uns gesehen hatte, in panischer Aufregung davon. Kannten Sie den Mann? Nein, aber Pflüger scheint ihn zu kennen. Den Prost! So. Bitte mal. Ja, Herr Kommissar. Matysiak ist an einer Luftembolie gestorben. Einer Luftembolie? Was ist das genau? Eine Luftembolie? Ja. Also jemand muss ihn beigebracht haben. Der Körper des Toten weist keinerlei Verletzungen auf. Ja.
Ja, Duftepolin gibt es sonst nur bei schweren Verkehrsunfällen. Wenn ein großes, herznahes Gefäß zerrissen wird, durch den Unterdruck in den großen Gefäßen wird die Luft zum Herzen gesaugt und führt zum Embolietod. Ja, man erkennt das bei der Obduktion ganz deutlich. Ja. Ja, woran? Ja, die rechte Herzkammer ist nicht mit einem dunklen Blutkuchen gefüllt, sondern mit rotem Schaum. Ja, bei Matysiak ist das der Fall. Ein sicherer Beweis dafür, dass ihm Luft injiziert worden ist. Ja, zum Beispiel durch den Schlauch der Tropfflasche. Wie wir im Krankenhaus erfahren haben, bekam Matysiak durch diesen Schlauch keine Injektion. Es existiert aber der Einstich einer Spritze. Hier ist er. Und auf der Tropfflasche fanden wir die Fingerabdrücke von 4 Personen. Nämlich die von Dr. Hallert, Schwester Bertha und Schwester Rosmarie. Und der 4. Fingerabdruck? Der ist uns nicht bekannt. Ich habe ihn Wingert für den Erkennungsdienst gegeben. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Ja, darüber weiß ich so wenig wie Sie, Tommy. Das ist die Wahrheit. Und bitte, einen Gefallen, Tommy, machen Sie keinen Massenmord daraus. Ja? Tschüss, Tommy. Vorlinger? Sehr selig. Ein Mord während der Rennwoche. Ich habe gerade in unserer Kartei die Fingerabdrücke von Max Benzlau mit denen von der Tropfflasche verglichen. Leider Fehlanzeige. Aber die Fahndung ist raus. Ja, Chef. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich hatte fest mit Turfmaxe gerechnet. Dann sind Sie kein guter Psychologe, Wingert. Ein Mord begeht er nicht. Das glaube ich nicht. Ja, aber was wollt ihr denn bei Matysiak im Krankenhaus? Fragen Sie mich zu viel. Ich nehme an, die beiden haben sich gekannt und an dieser Bekanntschaft muss irgendwas faul gewesen sein, sonst wäre er nicht weggelaufen, als er mich sah. Sie meinen, die haben zusammen ein Ding gedreht? Prof. Maxe dreht immer ein Ding. Und dann vergessen Sie nicht die 1026 Mark, die Matysiak bei sich hatte. Wenn ich jetzt der Kommissar wäre, darf ich mal wild kombinieren? Ja, bitte, schießen Sie mal. Penzlau kannte Matysiak und vielleicht auch die Geschichte, die Matysiak uns erzählen wollte. Moment, wenn ich Ihren Höhenflug gleich mal unterbrechen darf. Wegen eines verjährten Mordes erpresst Prof. Maxe niemanden. Aber was wollte dann Penzlau wirklich bei Matysiak? Da gibt es einige Möglichkeiten. Wie gesagt, vielleicht wusste er von dem Geld. Vielleicht wusste er auch, dass Matysiak mit uns Kontakt aufgenommen hat. Er wollte wissen, warum. Vielleicht wollte er auch nur wissen, wie es ihm geht. Vielleicht hat er ihn zusammengeschlagen? Tofmaxe und handgreiflich. Ja, mag sein, man lernt nie aus. Aber mit dem Mord hat er sowieso nichts zu tun. Was den tatsächlichen Mörder betrifft, sind wir auf Vermutungen angewiesen. Er muss über medizinische Kenntnisse verfügen und er muss sich im Krankenhaus auskennen. Aber das Personal haben wir doch genau überprüft. Eben. Bisschen mager, Chef, was? Außerdem fehlt uns noch das Motiv. Sie sagen es. Worüber hat Matysiak zuletzt gesprochen? Über diese alte Geschichte vor 30 Jahren. Ja. Ich glaube auch, dass wir über diesen neuen Mord nur etwas erfahren, wenn wir versuchen, den alten aufzuklären. Rufen Sie doch bitte mal den Kollegen Feigl in München an und geben Sie ihm die Daten von Matysiak durch. Und dann bitten Sie ihn, Nachforschungen anzustellen über diesen Lothar Windegger oder Windacker. Vielleicht sind noch Angehörige da. Das hier? Ganzer See. So? Kriminalpolizei. Ich hätte ein paar Fragen. Ja, Fragen Sie. Haben Sie diesen Mann hier in der Nähe irgendwo gesehen? Es müsste Montag gewesen sein. Der Busfahrer sagte mir, er sei dort drüben bei ihm eingestiegen. Sie, den kenne ich. Der war da. Der war da oben an dem Bunker und hat mit dem Stein dran geschlagen. Sie, ich habe gedacht, der ist nämlich ganz recht da oben. Ich zeige es Ihnen gerade mal. Kommen Sie mit. Kommen Sie. Sehen Sie, da an dem Bunker ist er gestanden. Da unter der Schießscharte. So wie ich jetzt, sehen Sie. So, und da hat er hingeschlagen. Der Mann ist am Dienstag im Krankenhaus gestorben.
Das haben wir bei Gott denkt. So wie der gehustet hätte, hätte er nicht mehr lang machen können. Nein, der ist umgebracht worden. Sie? Da war noch einer. Noch einer? Ja. Wie ich an dem gleichen Tag heim bin. Kurz vor der Winterfahrfabrik sind sie. Da, so um ein paar hundert Meter vom Fährhaus. Da ist einer auf mich zugegangen und hat mich gefragt, ob ich den, wie heißt er? Matisiak, Franz Matisiak. Richtig, den Matisiak gesehen hätte, wo er hingegangen sei und so weiter. Könnten Sie den Mann beschreiben? Gibt's eine Belohnung? Ich weiß nicht, kann schon sein. Ja, man kann schon probieren. Hier, Chef. Das ist der Bunker nähe Wintersdorfer Brücke. Laut Katasteramt ist er 1939 unter der Bezeichnung A17 geführt worden. Und hier, der Kollege aus München teilt uns mit, dass er die Mutter des Lothar gefunden hat. Er heißt übrigens Windegger. Lothar gilt seit dem 27. Mai 1939 als vermisst. Vermisst? Von einem Mord weiß die Frau gar nichts. Für Anschreiben steht vermisst. Es existiere eine Mitteilung der Baufirma, in der nicht ausgeschlossen wird, dass Lothar Windegger nach Frankreich in die Fremdenlegion gegangen sei. Bunker Beton. Natürlich. Was meinen Sie? Matysiak hat mehrfach Beton gesagt. Sicher. Bunker und Beton ist doch fast dasselbe. Wenn wir Beton nicht auf Bunker beziehen, sondern auf Lothar. Dann wird ein Schuh draus. Sie meinen im Beton? Genau. Ja, wie kriegen wir denn eine Genehmigung, diesen Bunker zu untersuchen? Können Sie sich da mal erkundigen? Und dann avisieren Sie mich beim Kollegen Feigl in München. Ich fahre am besten mal hin. Haben Sie schon Frühstück? So. Waren Sie das letzte Mal in München? Oh, das ist schon lange her. Ich habe hier studiert. 64. Da hat sich auch einiges geändert. Auch an der Universität. Die sehen halt mehr Polizisten von innen als wir manchmal Studenten. Na, was gibt's Neues? Der FC Bayern wird deutscher Meister. Verstehen Sie nichts vom Sport? Ich spiele Tennis. Ach so. Na, das wäre mir zu strapaziös, wegen die Haxen. Ich bin mehr Alpinist. Na, hören Sie, Bergsteigen, das geht auch ganz schön auf die Haxen, oder? Ja, wissen Sie. Ich bin mehr auf Gebirgsmassiv mit Seilbahnen und mit Lastwirtschaften spezialisiert. Die Zugspitzmauer her schon zum fünften Mal. So die erhabene Bergwelt hinter mir. Der frische Mastbier vor mir. Ein Naturereignis. Einzig. Da schauen Sie aus, das wird ein schöner Auftritt. Die Elite der Unterwelt im edlen Wettstreit gegen mein unterbesetztes Dezernat. Olympisch. Ich träume heute schon jede Nacht davon. Von uns? Ja, sehen Sie noch einen, der da umeinander hat. Ich war doch schon mal da, ich weiß doch, wo es hingeht. Ja, was glauben denn Sie, für was ich da bin? Wir sind doch kein Downshot da, Herr Renner. Kriminalpolizei, wir möchten Sie, Frau Windecker. Oh, wir haben was ausgerissen. Nein, wir möchten nur eine Auskunft. Ach so. Ja, da gingen Sie jetzt. Ja, Herrschaftszeiten, ich weiß doch, wo es hingeht. Yes, das ist der Herr Grenz. Herren? Grüß Gott, Frau Windecker. So, ja, da bin ich wieder. Und das ist der Kommissar Pflüger aus Baden-Baden. Danke, grüß Gott. Ja, aber bleiben Sie doch sitzen, Frau Windecker. Nein, am besten die Herren ein Glas Likör. Ja, danke. Warum nicht? Ja, bitte schön, dann setzt seid gleich her. Ich bringe euch, gell? Ja, okay. Ah, da haben wir aber gestört beim Kartenspiel. Ja, woher? Auflegen, gell? Nein. So. Ah. So. Ja, und Sie?
Nein, nur in der Früh und auf die Nacht. Sonst trauen wir nicht. Ach so. Nein. Dankeschön. Also dann, auf Ihr Wohl. Prost, Frau Windig. Ihre Gesundheit. Dankeschön. Also, Frau Windecker, jetzt erzählen Sie mir, Herrn Pflüger, wie das damals war mit Ihrem Sohn. Wann ist er zum Westwall? Das war am 4. Februar. Ja, am 4. Februar 1939. Er ist da gerade 22 Jahre ist er alt gewesen. Ah, guter Bub. Mei. Alle Woche hat er mir geschrieben, alle Woche hat er mir ein Geld geschickt. Naja, und am 22. Mai dann ist sein letzter Brief gekommen. Und am 27. Mai ist er dann als vermisst gemeldet worden. Die Baufirma. Nein. Ich hab die Briefe genommen. Das ist als Geizhorn. Toto, das ist der Brief von der Baufirma. Von der Baufirma, ja. Und das da, das sind die zwei letzten Briefe von meinem Lothar. Und Sie halten es für ausgeschlossen, dass er zur Fremdenlegion kommt? Ja, Freilich, niemals ist der zur Fremdenlegion. Jetzt hat man die Soldaten nicht so viel wissen wollen. Der war lieber am Bau. Mhm. Hier schreibt er was von Kartenspielen. Ja. Ja, das hat er mir auch öfters geschrieben und dass er alle ein Dieb gehabt hat. Hat er mal die Namen dieser Kameraden erwähnt? Ja, die Vornamen halt. Ja, da steht's ja. Habe gestern wieder mit Albert, Wolfgang und Franz bis Mitternacht Karten gespielt. Franz ja. Mathysia. Ja. Jesus, da habe ich ja sogar noch ein Beutel. So. Da schauen Sie her. Der Kleine, das ist mein Lothar. Ah, der Kleine. Der Kleine. Ja, der Kleine, das ist mein Lothar. Haben Sie zufällig eine Lupe, Frau Windegger? Nein, leider nicht. Und hier, dieser, das könnte Franz Mathysiak sein. Das ja? Weiß ich nicht, Herr Kommissar. Das kann nicht so. Frau Windegger, könnten Sie mir das Foto und diese beiden Briefe für kurze Zeit überlassen? Ja. Sie brauchen keine Angst haben, Frau Windegger. Ich bringe Sie nicht selber wieder zurück. Morgen schon. Wir machen nur ein paar Abzüge. Ja, ist schon gut, nicht? Herr Kommissar, meinen Sie, dass mein Lothar. Meinen Sie, das sind Finden. Alfred, was sagen Sie? Also, wenn Sie mich fragen, von mich kommt nur der Michel Angelo in Frage. Wer? Bitte, Renner. Überraschung, dass Sie mich abholen? Da muss ein Irrtum vorliegen. Schade. Warum sieht man Sie eigentlich in letzter Zeit so wenig? Na, Sie werden doch gelesen haben, warum. Sie hätten wenigstens anrufen und sich entschuldigen können. Mich entschuldigen? Wieso? Wir sind am Montagabend verabredet gewesen. Ah ja, richtig, stimmt. Gerade als ich losfahren wollte, wurde ich weggeholt. Tut mir leid, aber Sie haben richtig hätte anrufen sollen. Darf man übrigens gratulieren? Wozu? Tommy hat so eine Andeutung gemacht. Sie meinen Dr. Haller? Mhm. Bitte? Sie meinen? Tschüss, Didi. Sie kommen doch zu Papas Fest. Ja, ich hab's mir fest vorgenommen. Grüße, Winder. Hallo, Tag, Chef. Tag. Haben Sie was erreicht? Ja, sieht so aus. Haben Sie die Genehmigung? Ja, wir können. Geben Sie mir eine Tasche. In 20 Jahren. Ich habe übrigens auch eine Neuigkeit für Sie. Max Penzler hat sich gestellt. Aha.
Beim Mord kriegt er kalte Füße. Die Freundin hatte Turfmax überredet, sich zu stellen, nachdem sie in der Zeitung von dem Mord gelesen hatte. Tommy Vohlinger. Sie heißt übrigens Margot Köhn. Ist eine Freundin per Geld. Haben Sie schon vernommen? Wir hatten richtig vermutet. Wenzlau gab Matysiak einen heißen Tipp und er brach in ein Wochenende aus bei Augsburg ein. Matysiak alleine? Ja, Turfmachse brachte ihn nur hierher. Wollte ihm die Moneten wieder abnehmen, um seiner Wettleidenschaft nachgehen zu können. Das hatte Matysiak nicht so gerne. Stimmt. Auch da lagen wir richtig. Es gab eine Schlägerei, bei der Matysiak zwar den Kürzeren zog, Turfmachse sein Geld aber trotzdem nicht bekam. 1070, bitte melden. Hier 1070? Wir haben hier im Moment keinen Mann frei. Könnten Sie gleich ins Spielcasino fahren und eine Personenüberprüfung vornehmen? In Ordnung, verstanden. Wird sofort erledigt. Fahren wir gleich unten auf den Parkplatz? Ja. Trifft sich ja gut. Ja. Rien va plus. Rot und Pass. Sample, Schweiz, gering, großes alles Sample. Ich sehe da gerade Dambacher. Machen Sie doch die Überprüfung. Ich will gleich mal mit Ihnen wegen des Bunkers sprechen. Ja, ist gut. Guten Abend, Herr Bernbacher. Herr Pflüger. Sind auch hier? Dienstlich? Ja, so kann man es nennen. Ich auch. Zwei Geschäftsfreunde, die unbedingt ihr Geld loswerden wollen. Machen Sie gute Fortschritte? Wobei? Das fragen Sie mich, dass Sie Tommy Vohlinger mit Wortgeschichten versorgen? Sie könnten mir bei der Aufklärung helfen, Herr Bernbacher. Ich? Ja, Sie haben doch in Ihrer Firma sämtliche Spezialgeräte, Bagger, Steinbohrer, Presslufthämmer und so weiter. Ja, das hab ich. Ich habe die Genehmigung, eine alte Bunkerruine aufbrechen zu lassen und dazu brauche ich einen Trupp Spezialisten. Bunkerruine wo? Am Rheinufer, nähe Wintersdorfer Brücke. Bunker ist hart wie Eisen. Sauarbeit. Weiß nicht, ob ich meinen Leuten das zumuten kann. Na, lassen Sie, es war nur eine Frage. Ich kann ja mal... Sie kriegen den Spezialtrupp von mir. Wann soll es losgehen? Nach der Rennwoche? Möglichst schon morgen. Sie glauben mir doch, Herr Kommissar. Dann setzen Sie mal Ihren Kaiser Wilhelm runter. Das wär's. Für heute. Wenn Sie nicht sicher sind. Doch, ich glaube ja. Mhm. Danke, Schwester Rosemann. Und jetzt möchte ich gerne noch mit Schwester Bertha sprechen. Ich hole Sie ihn, Herr Kommissar. Schwester Bertha? Ja. Ja, bitte, Herr Kommissar. Schwester Bertha. Jetzt sehen Sie doch bitte mal dieses Foto an. Es ist im März 39 aufgenommen. Mhm. Das ist Franz Matysiak. Mhm. Und der da ist jener Lothar, von dem er gesprochen hat. Lothar, ja. Winde, ja, Sie wissen. Die beiden anderen heißen Albert und Wolfgang. Meine Frage, kommt Ihnen einer bekannt vor? Tja. Sie müssen sich natürlich 32 Jahre älter vorstellen. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht versuchen Sie es mal hiermit. Oh ja, danke schön. Vielleicht der da. Aber ich möchte nicht leichtfertig... An wen erinnert es? Ein bisschen in unseren Masseur. Sie meinen Herrn Pohl? Ja, so könnte der ausgesehen haben als junger Mensch. Da habe ich was Dummes gesagt. Nein, nein, nein. Schwester Rosemarie war genau der gleiche Mann. Herr Pohl heißt übrigens Albert mit Vornamen. Ja, Schwester Rosemarie hat uns schon darauf aufmerksam gemacht. Dankeschön, Schwester Bertha.
Gehört Herr Pohl eigentlich zum Krankenhauspersonal? Jetzt nicht mehr. Er hat sein eigenes Institut am Kurpark. Dreimal in der Woche kommt er zu uns und macht Massage. Wann ist das? Auch für gewöhnlich Montag, Dienstag und Freitag. Thysak ist Montag angeliefert worden. Könnte Herr Pohl da anwesend gewesen sein? Ja, ich habe morgens mit ihm gesprochen. Aha. Und abends auch noch mal, kurz vor dem Weggehen. Wann war das? Ja, so... Ungefähr. Die Abendschau. Also kurz vor 20 Uhr. Hm? Da haben Sie doch mit mir telefoniert, Schwester. Richtig. Sie waren das? Mhm. Sie haben mir reizenderweise einige Äußerungen Matthiasiaks durchgegeben. Ich weiß. Moment mal, da fällt mir noch etwas ein. Ja? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Herr Pohl war anwesend. Als Sie mit Herrn Wingert telefoniert haben? Als ich mit Herrn Wingert verbunden wurde. Und er war während des ganzen Gesprächs da? Ja, ich erinnere mich, dass er sich hinterher nach Matthiasiaks Befinden erkundigte. Was war Ihr Eindruck? Hat er erst das Telefonat von Matthiasiak erfahren oder wusste er es schon? Er wusste schon vorher, möchte ich meinen. Ach, Sie haben es erzählt. Aber natürlich hat er es von mir nicht erfahren. Wissen Sie, in einem Krankenhaus kommt schnell etwas herum. Und wenn dann noch ein Kriminalkommissar Visite macht? Also in Zukunft in Kliniken nur noch ohne Bart. Ich danke Ihnen beiden. Danke auch Ihnen, Herr Winger. Bitte. Wir machen jetzt Mittag, Herr Pohl. In Ordnung. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Tag. Sie sind doch Herr Pohl? Ja. Mein Name ist Wingert, Kriminalpolizei. Ich habe eine Bitte. Ja? Man sagte mir im Krankenhaus, dass Sie gelegentlich dort zu tun haben. Ja, warum? Wir haben letzten Dienstag von allen Angestellten des Krankenhauses Fingerabdrücke bekommen. Es ging um den Tod des Landstreichers Matthiasiak. Ihre Abdrücke wurden vergessen. Darf ich das jetzt nachholen, Herr Pohl? Wozu? Reine Routine, Herr Pohl. Wären Sie bereit? Sogar der Herr Professor hat mitgemacht. Ja, natürlich. Warum denn nicht? So. Haben wir gleich. Identisch. Kein Zweifel möglich? Ihr Albert Pohl hat als vierter die Tropfflasche angefasst. Sie sind unbezahlbar. Pohl ist da. Hast du nicht gesagt, dass wir Hilfe zeigen wollen? Doch, aber er sagt, es sei dringend. Schick ihn rein. Hast du eine Ahnung, was er von dir will? Geld, schätze ich. Kommen Sie rein. Was ist denn los? Ich muss mit dir reden. Hättest du nicht Zeit bis morgen gehabt, wo du sowieso kommst? Einer von der Kripo war heute bei mir. Ich denke, es gibt keine Spuren. Es gibt auch keine. Weißt du, dass sie den Bunker aufbrechen? Sicher weiß ich das. Meine Leute machen es ja. Du hilfst ihnen? Bist du verrückt? Flüger hat mich darum gebeten. Hätte ich es abgelehnt, wäre er woanders hingegangen. Lass den Lothar doch rausbeuten. Bloß nicht den Nerven verlieren, das hättest du auch gerade. Was guckst du? Ich will weg, Wolfgang. Glänzende Idee, ausgerechnet jetzt. Ich weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl, als ob sie etwas gegen mich in der Hand haben. Bloß so ein Gefühl? Trotzdem ich. Trotzdem ist Schiss. Ich weiß nicht. Kann sein. Kann sein auch nicht. Als ich von zu Hause wegging, da war mir, als ob ich beobachtet würde. Das hat dich aber nicht gehindert, hierher zu kommen. Goldene Anhänglichkeit. Ich will weg. Erst mal weg, bis man Clara sieht oder ehe es zu spät ist. Geh rüber nach Frankreich, vielleicht auch weiter. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Gute Reise. Aber dazu brauche ich Geld. Du weißt, dass ich glatt bei Kasse bin. Ein paar tausend Mark als Darlehen. Noch eins? Für deinen Laden jederzeit, aber für diese idiotische Flucht kein Pfennig. Schreck das nicht in deinen Holzkopf, dass du dich dadurch jetzt richtig verdächtig machst. Wolfgang, bitte. Dann schreist du doch zusammen, bis der so fertig ist, was losgeht. Ja, ich bin fertig. Die im Krankenhaus, die Schwestern, der Pförtner. Alle tun sie dicke freundlich mit mir. Dabei weiß ich genau, was die denken. Ist doch Hundeschnuppe, was die denken, Albert. Ja, dir vielleicht. Mir nicht. Du hast dir die Finger nie dreckig gemacht. Du hast immer bloß angeschafft. Damals beim Lothar, jetzt beim Franz. Na und?
Soll ich mir vielleicht durch eine Geschichte, die längst verjährt ist, hier alles kaputt machen lassen? Als ich anrief und dir sagte, dass er auf der Station liegt und nach der Kripo verlangt hat, hast du mir gesagt, wenn du so in der Klinik zu Hause wärst wie ich, dann wüsstest du, was du tätest. Und auf dem Rennplatz hast du es mir nochmal gesagt. Ach nee. Ich hab dir gesagt, du sollst ihn umbringen. Das ist ja reizend. Das ist so deine Art. Immer überlegen, immer fein heraus, immer den Fuß in der Hintertür. Dich kenne ich aus dem FF. Diese Bekanntschaft hat dir recht gut getan, glaube ich. Wer hat dir denn geholfen, als du vor 12 Jahren aus Dresden mit dem Pappkarton aufgekreuzt bist? Wer hat dich wieder auf die Beine gestellt? Dir eine Wohnung, eine Anstellung besorgt, dir Kundschaft verschafft, dein Haus und deine Praxis vorfinanziert? Ja, ja, ja. Alles verdanke ich dir. Aber auch mein schlechtes Gewissen. Und dass ich ein Mörder geworden bin, das verdanke ich dir. Du hast das alles gewollt, du hast mich getrieben, damals wie heute. Aber jetzt steckst du mit drin. Da werden dir auch deine Millionen nichts helfen. Eins sage ich dir, wenn ich hopp gehe, gehst du auch. Dann läufst dir keinen Tag länger als der große Mann mit der weißen Weste herum. Ich packe aus. Bitte schön. Alles, verstehst du? Ich hab verstanden. Guten Tag, Herr Pohl. Können wir, Papa? Fahrt mal Rapport aus. Es dauert ja noch ein bisschen. Ich nehme dann ein Taxi. Wiedersehen, Herr Pohl. Wiedersehen. Jetzt werde ich dir mal was sagen, Pohl. Für den Fall, dass du deine Dummheit auf die Spitze treiben solltest. Ja? Sicher kannst du mir Ärger machen, wenn du baden gehst. Aber nur kurzfristig. Für dich ist dieser Spaß garantiert ein Verlustgeschäft. Das Erste, was du brauchen wirst, wird ein Anwalt sein, ein sehr guter Anwalt. Und für deinen Kopfschuss wirst du auch den einen oder anderen Medizinmann bemühen müssen. Sind nicht gerade billig, diese Herrschaften. Und wenn du dann als alter Knochen aus dem Knast rauskommst, wird es doch ganz hübsch sein, wenn jemand dafür sorgt, dass du nicht wie der Selie Mathysiak dahin vegetierst, sondern ein menschenwürdiges Auskommen hast. Hier in Baden-Baden wird der Ofen für dich aus sein, aber anderswo ist es ja auch ganz nett. Hinaus willst du wohl allein. Ich erwarte dich morgen um 8 zur Massage. Bitte verbinden Sie mich mit Kommissar Pflüger. Sehr schön, Wingert. Und wo ist Pohl jetzt? Ich nehme einen zu Hause. Sie nehmen an. Na, Sie haben vielleicht Nerven. Zentrale 1470, kommen. So, Chef, komm mal her. Mal sehen. Alfons, komm mal her. Darf man fotografieren? Wenn Spaß macht.
Sie so plötzlich auf die Bremse? Soll ich ein Kind überfahren? Können Sie nicht Abstand halten? Ich habe Abstand genug gehalten. Überlassen Sie das die Beurteilung der Polizei. Naja, so schlimm wird es dann auch wieder nicht sein. Kommen Sie her, ich bezahle Ihnen das. Ja, ich weiß nicht, ich verstehe nichts davon. Hoffentlich hat er innerlich nichts abgenommen. Nein, das ist ja nur das wirklich. Das kostet höchstens 150 Mark. Ich bin sehr in Eile. Kommen Sie her, ich gebe Ihnen 200, ja? Komm, jetzt machen wir das andere Licht an. Ja, dann machen Sie ein bisschen vorwärts, gell? Komm, schlaf nicht dahinter. So denn? Immer langsam. Immer langsam, gell? Und? Abgehauen vor 20 Minuten mit seinem Wagen. Kennzeichen bekannt? Ja, Bad M722, grauer Peugeot 404. Fahndung läuft. Was glauben Sie, wo er hin will? Wohin? Nach Frankreich vielleicht. Über die Wintersdorfer Brücke auf schnellstem Wege. Fahren Sie mal sofort hin, vielleicht haben Sie Glück. Okay. Es ist nicht viel los heute Abend. Sei doch froh. Beklagen mich ja nicht. Da kommt ein Einäugiger. Wissen Sie, dass Ihr rechter Scheinwerfer nicht brennt? Ja, ich weiß, das ist mir eben passiert. Mein Schwager hat drüben an der Tankstelle, der repariert mir das sofort. Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere, bitte. Ja, bitteschön. Ich darf Sie eigentlich nicht so durchlassen. Sie müsste das in Iffezheim oder Rastatt in Ordnung bringen lassen. Ich habe drüben eine dringende Verabredung. Ich muss um 9 Uhr drüben sein. Die Tankstelle liegt gleich hinter der Brücke. Mein Schwager repariert mir das sofort. In 10 Minuten ist das vergessen. Selbst wenn ich Sie durchlasse, ich weiß nicht, ob der französische Zoll Sie... Ja, die kenne ich, die kenne ich. Versuchen Sie es, Herr Pohl. Danke, Sir. Pardon, pas, monsieur. Ah, oui, monsieur, ich lasse es sofort in Ordnung bringen. Prière de faire demi-tour, s'il vous plaît. Guten Abend! Kripo Baden-Baden ist in der letzten Viertelstunde ein grauer Peugeot 404 durchgekommen. Peugeot 404 grau? Soll der Fahrer Pohl heißen? Richtig, Albert Pohl. Der war einer Minute durch, auf einem Scheinwerfer blind. Ich wollte ihn eigentlich zurückschicken. Ja, verdammt nochmal, warum ist die Fahndungsmeldung noch nicht durch bei euch? Du hast recht gehabt, die haben nur nicht durchgelassen. Umsteigen, Herr Pohl. Langsam, komm. Komm. Lass mal runter, komm langsam. Steigen Sie aus und warten Sie hier. Chef! Ich habe mehr Glück als Verstand gehabt. Wo haben Sie ihn erwischt? Auf der Brücke. Ich
verlange eine Erklärung, Herr Kommissar. Sie haben kein Recht, mich wie einen Schwerverbrecher zu behandeln. Was wird der Hauptrichter entscheiden? Was wollten Sie denn im Ausland, Herr Pohl? Man wird wohl noch im Elsass zu Abend essen dürfen. Gewiss, Herr Pohl. Eine Frage nur. Stimmt es, dass Sie am 27. Mai 1939 geholfen haben, einen Mann namens Lothar Windegger umzubringen und die Leiche zu beseitigen? Wer sagt das? Einer Ihrer Mittäter hat es mir gesagt, kurz bevor er starb, ein gewisser Franz Matysiak. Nie gehört diesen Namen. Na, vielleicht haben Sie ihn nur vergessen. Ist ja schon sehr lange her. Franz Matysiak? Nie gehört. Er konnte sich an Sie aber noch sehr gut erinnern. Alles gelogen. Kommen Sie doch mal mit, Herr Pohl. Na bitte, setzen Sie noch mal ab. Dankeschön. Bitte aufmachen. Er war ein Falschspieler. Er hat uns ausgeräubert bis aufs Hemd. Uns? Wen uns? Na? Den Franz und mich, meine ich. Überlegen Sie noch mal, Herr Pohl. Wir haben einen Brief Windegers, in dem von einem vierten Mann die Rede ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist zu lange her. Mein Gedächtnis. Ach, wissen Sie, Herr Pohl, dieser längst verjährte Fall ist mir auch nicht so wichtig. Etwas anderes interessiert mich weit mehr. Sie wissen doch, was ich meine. Keine Ahnung. Ich meine den Mord an Franz Matysiak. Ich weiß nichts davon. Und das Abstellzimmer, das habe ich nie betreten. Sie lügen, Herr Pohl. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf der Tropfflasche, an die der kranke Matysiak angeschlossen war. Sie haben Franz Matysiak durch den Gummischlauch die tödliche Luftembolie gespritzt. Sie haben Matysiak getötet, weil Sie verhindern wollten, dass er sein Geständnis vollendet. Ich habe es nicht gewollt. Ich musste es tun. Aber ich habe es nicht gewollt. Wer hat es denn gewollt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt. Der Mann ist hier auf dem Foto und heißt mit Namen Wolfgang. Dieses Schwein. Dieses gemeine, verlogene Schwein. Hinein in die gute Stube. Grüße, Pflüger. Na, Robert. Der Kommissar hat dienstlich mit mir zu sprechen. Dienstlich? Jetzt? Tut mir leid. Was sein muss, muss sein. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass das vor versammelter Mannschaft geschieht. Er wollte sagen, Familie. Oh, schon verstanden. So habe ich das eigentlich nicht gemeint. Tschüss. Guten Abend. Schon draußen. Guten Abend. Was zu trinken? Moment. Wir sitzen beim 66er Bomber. Ich verstehe, dass Sie von einem Verbrecher wie mir nichts nehmen wollen. Aber vielleicht von Didi. Ich soll nämlich verhört werden. Quasi hochnotpeinlich. Ich bin in einen Mordfall verwickelt. Oder sogar gleich in zwei. War es nicht so? Beteiligung und Anstiftung. Ihr glaubt es, du bist da. Es war Ihre Idee, das hier zu erörtern, Herr Birnbacher. In was bist du verwickelt? Pohl hat den Mann im Krankenhaus umgebracht. Am Dienstag. Und mit dem, den er am Dienstag umgebracht hat, hat er einen anderen umgebracht. Vor Stücker 30 Jahren. Und jetzt behauptet er, ich sei daran beteiligt. Meine Antwort, infam und dämlich. Exakter, mehr dämlich. Wir haben damals alle in derselben Firma gearbeitet. Sie gehörte dem Vater meiner späteren Frau. Sie durften das inzwischen erfahren haben. Ja. Pohl war heute Nachmittag bei mir, wollte Geld. Ich fragte, wofür. Er sagte, dass er verreisen müsste. Kam ein bisschen putzig vor, so plötzlich, nicht wahr? Dann gestand er mir alles. Den Besuch der Kripo, seine Angst und schließlich den Mord. Ich schickte ihn weg und habe einen ihrer Herren verständigt. Sie haben nur die Fluchtabsicht erwähnt, nicht das Mordgeständnis. Ich habe meinen Job, Sie haben den Ihren, Kommissar. Und wenn Ihnen Pohl nicht durch die Lappen gegangen ist, so ist es auch ein bisschen mein Verdienst, oder? Was wussten Sie denn von dem Bunkermord? Nichts.
Hätte ich Ihnen wohl sonst so prompt geholfen, die Leiche auszubuddeln? Ja. Stella Arnheim, wenn Sie meine Hilfsbereitschaft gegen mich auslegen wollen. Tatsache ist, dass ich nichts gewusst habe. Als ich damals hörte, dass Windecker verschwunden sei, habe ich wie jedermann geglaubt oder vermutet, er sei nach Frankreich ausgebüxt. Pohl behauptet etwas anderes. Was Pohl behauptet, muss er selber verantworten. Jetzt sehe ich erst, dass es nie hat verkraften können, dass ich, der Kumpel von einst, auf dem Bauch liege und er mir einen Buckel massieren muss. Schulden hat er auch bei mir. Und nun ist er zu allem Überfluss sogar noch ein Verbrecher geworden. Kein Wunder, dass der verrückt wird über so viel himmelschreiender Ungerechtigkeit. Was hat dein Vater immer gesagt? Der Mensch ist ein Gesindel, aber mit einem guten Kern. Ist auch meine Meinung. Und jetzt biete ich Ihnen eine Wette an. Pohl wird sich beruhigen und sich alle seine Beschuldigungen noch einmal überlegen. Und nichts, aber auch gar nichts von dem, was er gegen mich behauptet hat, wird übrig bleiben. So, wenn es Ihnen genehm ist, möchte ich jetzt schlafen gehen. In mein eigenes Bett. Ich darf noch. Fluchtgefahr besteht bei mir ja wohl nicht. Gute Nacht. Ich bringe Sie raus. Verzeihen Sie die Spitzstörung. Der ist auch eine Enttäuschung. Wer? Dein Freund Pflüger. Was kann er denn dafür? Deinen Vater zu verdächtigen. Ekelhaft. Er kennt uns doch. Ich weiß nicht. Mir gefällt das Ganze nicht. Titi! Was sagt man nun zu sowas? Ich will den Mann hier nicht mehr sehen, Wolfi. Der Mann hat nur seine Pflicht getan. Wenn sich das herumspricht, wird morgen kein Mensch zu unserem Fest kommen. Lass nur, Marga, keine Bange. Nicht der Einzige wird passen. Alle werden sie kommen, wie jedes Jahr. Alle, verlass dich drauf. Pflüger nicht. Auch gut. An den Doktor werde ich mich jedenfalls leichter gewöhnen. Na, was gibt's Neues am Rialto? Pohl hat sämtliche Anschuldigungen widerrufen, genau wie es Bernbacher angekündigt hat. Wundert Sie das? Nö, natürlich nicht. Nur stehen wir mit den Ermittlungen jetzt wieder am Anfang. Dann verbeißen Sie sich mal schön in diesen Fall, Jungchen. Für Sie ist doch eindeutig, dass dieses hehre Mitglied der Gesellschaft Dreck am Stecken hat. Ich bin sicher, dass Bernbacher in einer Sache mit drin hängt, wahrscheinlich sogar in beiden. Er ist eindeutig der vierte Mann beim Kartenspiel. Warum deckt Pohl ihn dann? Weil er feige ist. Pohl hat immer gemacht, was Bernbacher wollte. Aber es ist vorauszusehen, dass ein inhaftierter Pohl sich von dem Einfluss bald freimacht und plaudert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Feiert Bernbacher nicht heute Abend das Ende der Iffezheimer Rennwoche? Ja, und die Verlobung seiner Tochter mit Dr. Hallert. Hatten Sie nicht selber mal... Ja, wir haben zusammen Tennis gespielt. Heute rief mich dieser hoffnungsvolle Medizinmann an und klopfte auf den Busch, ob seiner Verlobung mit Divi von unserer Seite auch nichts im Wege stünde. Wie kommt er denn darauf? Sein Schwiegervater ins Bett tritt die Flucht nach vorn an. Er erzählt überall von den absurden Anschuldigungen gegen ihn. Er ist noch raffinierter, als ich dachte. Und was haben Sie diesem Nachwuchskarrieristen geantwortet? Er solle seinen Gefühlen keinen Zwang antun. Na, da kann das Spiel ja beginnen. Sie sind doch auch eingeladen. Ich gehe nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, werden sich da unten im Augenblick noch einige diese Frage stellen. Lassen Sie das. Können Sie mir sagen, weshalb wir eigentlich hier sind? Das kann ich Ihnen genau sagen. Machen Sie das nach Hause kommen. Sie auch! Ja, bitte gehen Sie nach Hause. Herr Pfarrer?
meinte sie, es macht doch gar nichts. Natürlich bedauern meine Frau und ich sehr, dass sie nicht kommen können. Wer war es diesmal? Herr Dr. Vornbach und Frau bedauern außerordentlich, nicht kommen zu können, weil ein Kind erkrankt ist. Ich verstehe das alles nicht. Bitte, Wolfgang, sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit! Aber denen zahle ich es heim. Noch haben sie mich nicht, und so leicht kriegen sie mich auch nicht. Der kleine Flüger wird sich die Zähne an mir ausbeißen. Und wenn all diese feinen Leute glauben, dass ich auf sie angewiesen bin, dann haben sie sich getäuscht. Bernbach ist noch mit...